Bei Yoga Vidya haben wir Chakra-Lehrer-Ausbildungen. Was macht eigentlich ein Chakra-Lehrer? Und was kannst du mit der Chakra-Lehrer-Ausbildung machen? Und was lernst du in der Chakra-Lehrer-Ausbildung? Was sind Chakras? Chakras sind Energiezentren. Chakras, das Wort Chakra heißt wörtlich Rad. Und so wie ein sich drehendes Rad dafür sorgt, dass der Wagen vorankommt, ist es so, wenn Chakren harmonisch geöffnet sind und wenn die Energie aus den Chakren heraus fließt, kannst du in diesem Leben auf deiner Reise gut vorankommen. Wenn dagegen ein Chakra blockiert ist, ist es so, wie wenn ein Rad am Wagen blockiert ist und dann wird es schwierig mit dem Vorankommen. Chakren sind Energiezentren im Astralkörper, welche Auswirkungen haben auf den physischen Körper und auch auf die Psyche. Viele körperlichen Beschwerden, Verspannungen wie auch psychische Probleme hängen mit Problemen in den Chakren zusammen. Und wenn du dich spirituell entwickeln willst, auf höhere Ebenen des Bewusstseins kommen willst, letztlich das Göttliche wahrnehmen willst, dann ist wichtig, dass die höheren Chakren sich öffnen. Also das sind die Chakren. Was macht ein Chakra-Lehrer? Ein Chakra-Lehrer ist jemand, der etwas lehrt, was zum Thema Chakra dazugehört. Chakren sind eben die Energiezentren und ein Chakra-Lehrer, eine Chakra-Lehrerin, lehrt Techniken, die helfen können, die Chakren zu öffnen und zu harmonisieren. Ein Chakra-Lehrer, eine Chakra-Lehrerin kennt sich auch aus mit der Theorie der Chakren und kann eben auch sagen, welche körperliche und psychische Beschwerden vielleicht mit welchem Chakra zusammenhängen und wie man letztlich Heiltechniken aus der Medizin und Psychotherapien sinnvoll ergänzen kann mit Chakra-Methoden. Ein Chakra-Lehrer, eine Chakra-Lehrerin hat auch schon einiges gelernt, um Zugang zu finden zu höheren Bewusstseinsebenen und kann auch Schüler, Schülerinnen, Teilnehmer, Teilnehmerinnen dazu anleiten, Bewusstseinserweiterung zu erfahren über Chakra-Arbeit. Welche Techniken kann ein Chakra-Lehrer, Chakra-Lehrerin weitergeben? Chakra-Lehrer, Lehrerin kann Asanas, Pranayama, Entspannungstechniken, Mantras, Visualisierungstechniken und Meditation weitergeben. Chakra-Lehrer hat darüber hinaus auch einiges an Energieheiltechniken gelernt und kann auch diese weitergeben. Ein Chakra-Lehrer, Chakra-Lehrerin kann entweder die Chakra-Arbeit im Rahmen einer Yogastunde integrieren oder kann Workshops geben, kann Einzelsitzungen geben und kann auch im Rahmen von Meditationskursen und anderen Seminaren Menschen lehren, an ihren Chakren zu arbeiten. Wie wirst du Chakra-Lehrer, Chakra-Lehrerin? Bei Yoga Vidya haben wir Chakra-Lehrer-Ausbildungen, die letztlich Baustein-Ausbildungen sind. Alle Informationen bekommst du dort auf yoga-vidya.de und dort gib ins Suchfeld ein Chakra-Lehrer-Ausbildung und dann erfährst du alles zu diesem Thema. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de.